Razzia und schön, dass ihr wieder angemacht habt. Vielleicht erinnert ihr euch an mein letztes Video, wo ich mit meinen Freunden in Nara war. Wir sind tatsächlich von Nara aus nach Osaka weitergefahren. Deswegen haben wir auch im berühmten Vie de France gefrühstückt. Dieses Café hatte ich schon öfter gesehen, wollte es unbedingt ausprobieren. Nur, es war nicht so französisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ziemlich japanisch und hat nicht so gut geschmeckt. In Osaka angekommen, haben wir zuerst das Osaka Castle besichtigt. Mein Gott, die war schon echt beeindruckend. Ich war ja schon im Nagoya Castle, aber Osaka Castle ist schon viel, viel schöner. Der Eintritt ins Castle kostet die 600 Yen, glaube ich. Und ja, das Museum am Anfang, das fand ich zwar nicht so interessant, aber für die, die sich sehr für Mittelalter und japanische Kultur im Mittelalter interessieren, ist es vielleicht ganz interessant, ja. Das Schönste an der ganzen Sache war einfach die Aussicht von oben auf Osaka. Das war beeindruckend. Was ich euch leider noch nicht erzählt hatte, war die Sache, dass wir direkt nach dem Taifun gefahren sind. Und der Taifun hatte sich dieses Jahr tatsächlich Osaka sehr, sehr schlimm getroffen. Ich glaube, das war sogar der schlimmste Taifun seit 25 Jahren. Ich persönlich habe ihn nicht wirklich mitgekriegt, nur dass ich dann die Schäden drumherum in Osaka praktisch gesehen habe. Überall waren Bäume zerstört und so weiter. Ja, und nachdem wir uns mit ein bisschen Kultur, also ich würde sogar sagen Pflichtkultur beschäftigt haben, haben wir uns dann mal mit der richtigen Sache, also dem Shoppen, beschäftigt. Ich meine, wir waren ja drei Mädchen, ja. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch den Disney-Shop gefunden. Da haben wir dann tatsächlich eine halbe Stunde dort verbracht. Ja, Schuhe. Ja, Seife und Parfums, die wir tatsächlich dann alle ausprobiert haben, aber nicht gekauft haben. Ja, ist ganz nett, mal gratis Parfums bekommen, oder? Kleidung, das Problem mit der Kleidung in Japan ist, für mich, es steht mir nicht unbedingt. Manche Sachen, die ich richtig cool dann aber finde, ja, die sind dann zu teuer. Ja, und das hier ist das berühmte Dotonbori. Fand ich schon echt ganz schön. Es ist ja eine ganze Einkaufsstraße, die man entlangläuft. Und dann halt dieses, was soll ich sagen, das war total mega beeindruckende Viertel. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Klar, und die Monster-Cafés dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mann, war das viel. Oh, ich habe das nicht geschafft. Also ich weiß nicht, wie meine Freundin das andere geschafft hat, aber ich habe es nicht geschafft. Und nachdem wir das gegessen haben, haben wir auch noch japanisches Barbecue gegessen. Ich weiß gar nicht, warum wir so verrückt waren, so viel zu essen. Das Restaurant war ganz süß, wir haben das zufällig gefunden. Und ja, wir haben so viel gegessen, aber es war so lecker. Da meine Freundin Chinesin ist, hat sie uns auch so komische Innereien probieren lassen. Das war für mich ein bisschen bizarr, aber es hat ja auch ganz gut geschmeckt. Manche haben ganz gut geschmeckt. Aber ich glaube, in Asien ist das ziemlich normal. Ja, und das war's dann auch schon. So viel von Osaka haben wir nicht gesehen, weil wir danach schnell wieder nach Hause mussten, weil ich Hausaufgaben hatte von meiner Uni. Jo, nochmal die U-Bahn. Die sind so komisch organisiert, die Japaner. Ey, das habe ich mir immer noch nicht dran gewöhnt, ne? Aber sie haben auch süße Sachen. Das muss ich zugeben. Okay, und ich hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Video. Ciao!